Guten Morgen, meine Lieben. Hallo oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das schaut. Ich bin Adel, der Reisende, und ich bin mit meinem Camper unterwegs, aktuell auf Kreta. Mit diesem Blick werde ich jetzt frühstücken und dann erzähle ich euch etwas, was mir schon die ganze Zeit im Kopf schwirrt. Kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, weil ich bin wirklich, ich denke zu viel und habe mein Mikrofon verlegt. Ich finde es nicht. Ich glaube, kann ich jetzt das Video nicht draußen drehen, weil es dann zu laut ist in den Nebengeräuschen und ich zu leise. Ja, jedenfalls möchte ich euch über Synchronizitäten, Zufälle, Schicksal erzählen und ja, letztes Mal im Video habe ich über Manifestation geredet. Und ich werde dann in diesem Video da die Verbindung schaffen zwischen Manifestation und Schicksal oder Zufälle oder Synchronizitäten. Manifestieren wir das selber? Das ist die Frage. Und dann habe ich mir noch überlegt, was bringt denn das Wissen? Und wie können wir damit umgehen? Und was bringt es uns eigentlich? Haben wir es selbst in der Hand, unsere Zukunft zu gestalten? So. Oder ist das nur ein Teil der Wahrheit? Wird auf jeden Fall interessant. Also ich versuche immer in meinen Videos irgendwie einen Mehrwert zu bringen, nicht nur irgendwelche Informationen, sondern immer eine Bewusstmachung, dass wir die Schöpfer sind unserer eigenen Realität. Ich komme immer mehr dazu. Wir sind dem Ganzen hier nicht hilflos ausgeliefert. Und ich bin ein Mutmacher. Das ist meine Berufung, die ich jetzt vor kurzem entdeckt habe. Und ich spüre, dass ich da auch vielen Mut machen könnte mit diesem Video. Aber zuerst frühstücke ich. Ich zeige euch mal, was ich hier esse. Heute gibt es Ananas mit gepanschter Banane, also Banane gepanscht mit Kokosfett oder Kokosöl. Schwarze griechische Rosinen. Ich glaube, das sind, also die habe ich hier, die sind irgendwie von Griechenland. Sehen aus wie Aronia, Mandeln und gepoppten Quinoa und Kokosraspeln. Und dann sage ich mal bis gleich. So, ich habe mich jetzt mal an den Strand begeben. Ich hoffe, mit der Tonqualität funktioniert es, weil ich habe mein Mikrofon jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich ein Mikrofon verliere innerhalb von einem Jahr. Und also jetzt in kürzester Zeit hier auf dieser Reise vor allem. Was ist das? Das Zufall? Das Schicksal? Habe ich mir selbst manifestiert? Nee, das glaube ich nicht. Also man kann es eigentlich auf alles ansetzen, diese Gedanken. Ich habe es mir wahrscheinlich selber eingebrockt durch Unachtsamkeit. Und dann schickt mir das Universum immer wieder diese Situation, um mir zu zeigen, dass ich immer noch etwas verwirrt bin in meinem Kopf. Ne? Super, die will bei mir sein. Na, was sagst du dazu?
Ach, der kleine. Kleiner Racker. Kleiner Racker. Die Hunde, die bringen immer Freude. Aua! Und Kratzer auf meiner Haut. Der Gordi kommt natürlich, weil er eifersüchtig ist. Der lag nämlich ganz gechillt. So, ich werde mich jetzt erstmal etwas erfrischen. Gordi, gib mir doch keinen Kuss, ey. Weil der Buddy hier liegt. Oh Mann. Das ist so lustig. So. Erfrische ich mich jetzt oder nicht? Ich möchte eigentlich die Hunde jetzt nicht stören beim Spielen. Die spielen nämlich am liebsten, wenn sie bei mir sind, weil dann machen sie daraus ein Spiel, wer bei mir sein darf. Guck, weil der Buddy hat jetzt ein Pfötchen hier so auf meinem Schoß. Ne? Ja. Naja. Ich spring ins Wasser. Ich stelle euch mal hier ab. Ich will ja auch ein bisschen was zeigen von meinem Leben, ne? Und nicht nur labern. Das macht ja mein Video hier aus. Was ist das? Ach, das ist eine Tüte. Ach, Scheiße, ey. Ach, Müll. Ja, das ist das Tolle hier. Aber ich habe schon mal sowas gesehen. Das war ein Seehase. Sah genauso aus. Sowas wie so ein Rochen. Ja. Ja, die Hunde sind beschäftigt, gechillt. Ich bin erfrischt. Mir geht es jetzt besser. Und jetzt kann ich reden. Und zwar, ich versuche die Kamera ein bisschen im Windschatten zu halten. Meine Haare wegzutun. So. Jedenfalls, ich habe darüber nachgedacht. In letzter Zeit passieren mir sehr viele Sachen, wo ich denke, das ist halt echt wieder eine Synchronizität. Was ist eine Synchronizität? Schwer zu sagen. Also ich habe jetzt nicht die Definition im Internet angeschaut. Was ich in eigenen Worten sagen kann, ist, dass manchmal Dinge passieren, dass man Menschen begegnet dass man manchmal Menschen zum Beispiel begegnet, die man begegnen sollte, oder man kennt sie schon, oder wo man sagt, ey, das ist doch ein Zufall. Nee, das ist eine Anziehung. Das ist die Synchronizität. Wenn wir im Fluss des Lebens sind, dann laufen wir synchron und dann passieren Dinge, die passieren sollen. Zum Beispiel Synchronizität.
Ja, mir fällt jetzt irgendwie kein besseres Beispiel ein. Zufall ist für mich das gleiche wie Schicksal. Es gibt keine Zufälle, so gesehen, also so wie wir es definieren. Das ist einfach wie beim Würfel, zufällig eine Zahl fällt. Ist das wirklich Zufall? Bei so banalen Dingen wahrscheinlich ist es, da muss man keine große Bedeutung dem beimessen. Dann ist es, kann man schon Zufall sagen. Aber bei anderen Dingen, je bedeutsamer dieser Zufall wird für dein Leben oder für andere Dinge, desto mehr wird es zum Schicksal. Und dann ist es dir zugefallen. Deshalb heißt es Zufall. Und Schicksal ist etwas, was dir zugeschickt wird. Also man kann schon an den Wörtern schon ganz gut erkennen. Genauso, also die deutsche Sprache ist sowieso so zutreffend. Teilweise ist sie aber auch indoktriniert, dass man manches sagt, was dann aber wirklich negativ ist. Ne? Zum Beispiel ist mir aufgefallen, wenn ich mich ärgere, vorhin zum Beispiel, ne? Ich habe das Mikrofon nicht gefunden, dann denke ich mir, boah, ich krieg die. Ich sage es jetzt einmal kurz fürs Video, Krätze. Das ist eine Hautkrankheit. Ich habe auch mit ein paar Sachen zu tun mit meiner Haut. Ich habe zwar erzählt, dass ich meine Schuppenflechte geheilt habe an den Händen, aber ich habe noch zum Beispiel in den Ohren Ohrjucken. Aber nur manchmal. Also jetzt fühle ich gar nichts. Und manchmal kitzelt es. Das ist psychisch bedingt. Das ist, wenn ich mich über etwas aufrege. Es passiert zwar nicht, wenn ich mich gerade aufrege, aber naja. Ist das jetzt ein Schicksal? Oder ist das eine Manifestation? Ich kann das auf alles fragen eigentlich. Habe ich mir das selber manifestiert? Ja. Ich habe es selbst manifestiert, indem ich mir immer wieder sage, wenn ich mit der negativen Emotion der Wut sage, ich krieg die. Ja. Es geht auch in eine negative Richtung. Letztes Mal habe ich in die positive Richtung euch das Beispiel erzählt, was man sich manifestieren kann, bewusst. Aber wir manifestieren auch unbewusst ganz, ganz viele Dinge mit unseren Worten, mit unserer Wortwahl. Kannst du dir Krankheiten manifestieren. Ich will den Scheiß nicht. Ja? Auf einmal höre ich nicht mehr gut. Das ist immer noch leider. Man sagt zwar, die Erkenntnis ist der erste Schritt der Besserung, aber da musst du weitere Wege finden, um es zu lösen. Da bin ich noch dran. Also, das ist schon mal Manifestation. Du manifestierst dir dein eigenes Schicksal. Kann man so sagen. Es wird dir geschickt vom Universum. Alles, was du dir sagst, wird dir geschickt. Alles, was du denkst, alles, was du aussprichst vor allem, es hat so eine Energie, alles ist Energie. Wie so ein Butterfly-Effekt, kann man sagen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kriegst du das, was du dir sagst, was du denkst. Ja. Ich möchte noch ein paar Beispiele aus meinem Leben nennen. Also, ganz früh als Kind jetzt schon, ne? Wir kamen aus Ägypten und als wir nach Deutschland kamen, war ich 6 Jahre alt, oder 5,5. Und ich habe mir gewünscht, dass es schneit.
ich habe jetzt nicht nach der Wettervorhersage geschaut mit 6 Jahren oder irgendwas davon gehört. Ich wusste nur, in Deutschland ist es kalt und es schneit. Ich habe auch nicht davon abgemacht, dass es jetzt kalt ist. Ne? Also es hätte auch im Sommer sein können, dass ich mir diesen Wunsch mache. Aber es war zufällig, zufällig wieder, im Winter. Und eines Abends habe ich gebetet und habe bestimmt 100 Mal mir gewünscht, bitte lass es schneien, lieber Gott, bitte lass es schneien, bitte Schnee, 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 bitte lass es schneien. Am nächsten Morgen mache ich die Rollladen hoch. Es hat vorher nicht geschneit, es hat die ganzen Tage vorher nicht geschneit, also seitdem ich in Deutschland war, nicht geschneit. Und ich mache die Rollladen hoch und da war ein Meter Schnee. Ich so, wow, ja, es hat geklappt. Warum hat es geschneit? Ich glaube nicht, dass ich das manifestiert habe. Es wäre sowieso geschehen. Es wurde mir aber geschickt. Die Gedanken, die Idee, das zu beten, mir das zu wünschen und dann die Erkenntnis und die Erfahrung zu machen, dass es mir ja, dass ich es manifestieren könnte, um mir dieses Vertrauen zu geben, dass es da was gibt, das mir zuhört oder mir meine Wünsche erfüllt. Und um noch mehr meinem Vertrauen zu kommen und das zu glauben, dass wir geführt werden. Ich habe ja mal erzählt, dass ich im Wald mich verirrt habe. Also das kann die Geschichte ja nochmal anbringen. Ich war an dem Tag in den Alpen im Herbst und wanderte zu einem Gipfel und dann wollte ich aber über das Tal wieder zurück. Ich wollte nicht den gleichen Weg zurück, aber da gab es keine Wanderwege. Mein Akku war leer. Ich wollte es nachladen mit dem Akku-Pack, habe darauf vertraut. Das Kabel war aber nicht das Richtige, was ich mit hatte. Also hatte ich erstens kein GPS mehr, zweitens keine Taschenlampe. Es wurde langsam dunkel und es wurde langsam kalt. In der Nacht hat es gefroren in den Alpen und es gab keine Wege. Also es gab einen Forstweg, der endete da, aber ich bin dann noch durch die Böschung noch einen Kilometer bestimmt gelaufen und habe gedacht, ich komme da wieder auf den Weg. Ich habe noch mal mit 1% des Akkus mir die Karte eingeprägt. Aber da kam nichts. Und mein Hund war dabei und in der Nähe waren Jägerstände und es waren steile Böschungen. Sehr anstrengend, da durchzulaufen, sehr steil. Und ich dachte mir, nee, das kann nicht sein. Ich laufe da nicht den Weg wieder zurück. Das geht nicht. Und dann habe ich gebetet. Bin ich erstmal ruhig geworden. In der Ruhe liegt die Kraft, kam zu mir. Und dann habe ich gebetet, dass ich auf einen Weg geführt werde. Dass ich geführt werde. Eine Minute später, ich bin noch so ein bisschen da und hier und so ein bisschen nach Intuition gegangen und kam genau am Ende eines Forstweges an, der da endete. Wenn ich weiter links oder rechts gegangen wäre, hätte ich diesen verpasst und wäre weiter noch einen Kilometer durch die Böschung gelaufen, bis zum Hauptweg. Den hätte ich wahrscheinlich nie gefunden. Wow! Da habe ich eine Gänsehaut bekommen, als ich den Weg gefunden habe. Aber ich habe auch direkt gedacht, ey, das ist doch ein Spiel hier. Das ist das Spiel des Lebens. Mir wurde die Situation geschickt, wie so ein Schicksal, damit ich noch mehr ins Vertrauen komme. Wieder ein Schritt mehr zum Urvertrauen. Ich hatte echt Gänsehaut. Es war wieder so ein mega Zeichen für mich und ich bete jeden Tag um Führung,
Jeden Tag. Und ich wurde genau zu dieser Situation geführt. Und dann habe ich gebetet, dann wurde ich dann dahin geführt. Also, mit meinem Gebet, dass ich um Führung bete, habe ich das natürlich auch manifestiert, erstens in die Situation zu kommen. Da wurde es mir geschickt, und das war kein Zufall, im herkömmlichen Sinne. Ich sage, es gibt keine Zufälle. Es ist mir zugefallen. Aber ich finde es passender natürlich, das Schicksal zu sagen. Das wurde mir geschickt. Ja. Anderes Beispiel. Also ich nenne euch mal so ganz viele interessante Beispiele, was man auch als Synchronizität nennen könnte. Ja. Synchronizität, das wird mir auch passen. Ich habe damals in einem Studentenwohnheim gewohnt, in Aachen, mit 12 Quadratmeter Flurzimmer. Wir hatten gemeinsame Küche und Clubraum, Bar, Toiletten, Duschen, war gemeinschaftlich. Und in den 12 Quadratmetern hatte ich dann mein Tisch und mein Bett und mein Schrank und ein Waschbecken. Das war perfekt. War mega. Wir haben wie in einer großen WG gelebt, aber jeder für sich ein Zimmer gehabt. Pro Flur hatten wir so 15 Leute, die zusammen gewohnt haben. Wir hatten 2 Etagen, also 30 Zimmer in einem Haus. Und dann hatten wir 4, 5 Häuser. Es nannte sich das Studentendorf. Das war wie so ein gallisches Dorf. Da wie ein schönen Hügel, den Königshügel in Aachen, mit Blick auf die Sportanlage, Basketballplatz, Fußballplatz, Laufwege und alles. Also war schon mega. War eine super Zeit. Jedenfalls habe ich eine Tastatur, also so eine ergonomisch geformte Tastatur und einen Drucker in eBay verkauft. Der Drucker, das war ein Tintenstrahldrucker, habe ich über eine Auktion laufen lassen. 7 oder 10 Tage habe ich das laufen lassen. Und man konnte nur sehen, also, dass es in Aachen ist. Aber ich habe es natürlich deutschlandweit können, hätte jeder das ersteigern können. Als es ersteigert wurde, sah man dann den Namen, der das ersteigert hat. Es war ein Mitbewohner, der 3 Zimmer weiter wohnte. Er konnte dann erst auch meinen Namen sehen. Er sagte nur, dass es halt in Aachen war. Und ja, ich hätte es auch geschickt. Also ich hätte das auch per Post schicken können. Es war ja ein kleineres Gerät und war nicht nur Abholung. Deshalb ausgerechnet er aber hat es ersteigert. Das war der Hammer, oder? Das war auf jeden Fall irgendeine Synchronizität. Ich weiß nicht warum, aber sowas wird uns immer geschickt, um irgendwie darüber nachzudenken, warum sowas passiert. Oder auch in dem Studentenwohnheim, wir hatten einen kleinen Billardtisch. Ich habe mit jemandem regelmäßig gespielt. Wir waren jetzt keine Profis, Amateure. Wir haben uns immer Regeln gemacht. Ne? Weil wir haben um Geld gezockt. Und dann meinte, weil wir mussten dann echt feste Regeln setzen, sonst diskutiert man nachher. Und ihm fiel noch eine Regel ein, bevor er angestoßen hat, hat er gesagt, ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Und zwar, wenn beim Anstoß alle Kugeln reingehen, außer die weiße, die darf nicht reingehen.
dann habe ich sofort gewonnen. Ich habe so gelacht wie jetzt. Meinte, ja, komm, mach mal. Also diese Wahrscheinlichkeit ist, geht gegen null. Vor allem, wenn du das jetzt auch noch ansagst. Also, er hat sich das eigentlich nicht direkt vorgenommen. Ich weiß es nicht, aber es ist passiert. Er hat angestoßen. Alle Kugeln sind reingegangen. Alle. Eine da, eine da, eine da. Tak, 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 tak. Und dann läuft die weiße Kugel noch als letztes so und bleibt stehen. Also ich habe, wir beide, wir konnten das nicht glauben. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, er hat es sich so bildhaft vorgestellt. Er hat es sich manifestiert. Es wurde ihm geschickt. Das, was du dir wünschst, das wird dir geschickt. Das, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Unsere Vorstellungskraft ist so stark. Wir sind machtvolle Schöpferwesen. In uns ist Gott. In uns ist das Universum. Diesen Gedanken habe ich jetzt in den letzten Tagen gehabt. Da schickt mir die Vera ein Telegramm in meinem Telegram-Kanal, Adel der Reisende, falls ihr da noch nicht drin seid. Schickt sie mir oder uns ein Foto mit einem Spruch. Ich kann den Spruch jetzt nicht ganz mehr sagen. Ich merke mir solche Sprüche nicht. Aber ich hatte selber den Spruch hier im Kopf. In uns ist das Universum. Und das stand da. Das Universum ist nicht im Außen. Wir sind das Universum im Menschen. Wir sind nicht der Mensch im Universum. So war der Spruch, genau. Und einen Tag später, nachdem ich mir vorgestellt habe, so, ja, das... Oder ich habe es, glaube ich, im letzten Video sogar so ähnlich gesagt. Als ich gesagt habe, ja... Naja, ist auch egal. Das ist eine Synchronizität. Oder, boah, ich habe noch ganz viele andere Beispiele, die jetzt in kurzer Zeit, jetzt auch in den letzten zwei Tagen auch geschehen sind. Da war auch eine Frau, die auch was gesagt hat oder geschrieben hat in den Kommentaren. Und, also eine zum Beispiel, die hat mich gefragt, ob ich über 5D mal was sagen kann. Wie ich mir 5D vorstelle und wie man da hinkommt. Und ich sage ihr, weißt du was? Das Video dazu habe ich vorhin abgeschlossen. Ich habe das heute gedreht. Ja, das ist wieder so eine Synchronizität. Wir sind alle verbunden. Manche mehr, manche weniger. Wir sind aber, je höher wir schwingen, desto stärker sind wir miteinander verbunden. Wir können miteinander kommunizieren. Da war noch etwas, noch ein anderer Kommentar. Ich glaube, das ging jetzt so. Um Synchronizitäten und dann habe ich der Frau auch geschrieben, ja, das Video will ich morgen machen. Freu dich drauf. Oder, boah, ich habe so viele interessante Beispiele. Ich will euch nicht damit langweilen. Also ich glaube, das ist interessant für euch, aber irgendwann ist auch gut. Ich habe noch ein paar richtig, also ich habe ein richtig schönes Beispiel noch. Also das krasseste Beispiel, was mir zugeschickt wurde und was ich mir manifestiert habe, war den Job in München zu kriegen. Die Wohnung in München zu bekommen, 1:1, so wie ich mir die vorgestellt habe.
Und drittens eine Sternschnuppe, die krasseste, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe die Geschichte im Detail in meinem letzten Video erzählt. Deshalb gehe ich da jetzt nicht näher drauf an. Ich habe mit meiner letzten Freundin, ich war so in die verliebt. Ich habe sie gesehen, kurz nachdem meine Frau, Ex-Frau, sich von mir getrennt hat. Und ich habe direkt Amors Pfeil in meinem Herzen gehabt. Ich war sofort Feuer und Flamme, als ich die Frau gesehen habe. Ich kannte sie schon, aber wir haben uns selten gesehen, immer auf Geburtstagen oder so. Und ich habe echt, ich war darüber hinweg. Ich weiß sowieso, ich hatte es eh akzeptiert. Ich wusste, da kommt was anderes. Und da kam sie. Das war Schicksal. Sie wurde mir geschickt. Also wir hatten sehr viele Synchronizitäten. Aber sie wollte nicht. Also sie hat nicht erkannt. Also ich war ja der Ex von der anderen. Das macht man ja nicht. Jedenfalls, nach ein paar Monaten, wir hatten schon mal Kontakt so, aber nur über Messenger, wir hatten keine Telefonnummer oder so, über Facebook Messenger, da haben wir ein paar Mal was geschrieben, aber sie hat sich dann wieder ein paar Tage nicht gemeldet und ich hatte dann einmal was geschrieben so, irgendwie was gefragt und dann hat sie sich wieder ein paar Tage nicht gemeldet und dann, boah, das ging mir so auf den Nerv, immer auf die Antworten zu warten. Ich denke mir so, hey, entweder hat die Frau jetzt Interesse oder nicht. Das I Ching, so ein altchinesisches Orakel, das hat mir immer wieder den Mut gegeben und hat gesagt, ja, bleib dran und bleib stetig dran und so weiter. Und dann bin ich dran geblieben. Normalerweise gebe ich auf, also gebe ich nicht auf, sondern ich akzeptiere es einfach, dass die Frau kein Interesse hat. Ja, ich bin niemand, der jemanden hinterherläuft. Ich bin da auch nicht hinterhergelaufen. Ich habe da meditiert und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal eine Wunschmeditation. Habe ich in meinem Leben das erste Mal gemacht. Oder das einzige Mal sogar. Und ich habe mir gewünscht, während der Meditation, dass sie sich bei mir meldet. Und dass wir uns dann treffen. Verabreden. Und zusammenkommen. Ja, ihr könnt euch ja so vorstellen, dass das dann eingetroffen ist. Aber wie es eingetroffen ist, und zwar unmittelbar nach oder während der Meditation sogar, hat sie mir geantwortet. Und sie hat mir geschrieben, komischerweise habe ich gerade an dich gedacht. Komisch. Hättest du nicht Lust, mal auf ein Treffen? Und sie hat mir mal ihre Telefonnummer geschickt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich bin in die Luft gesprungen. Ich habe gesungen, ich habe getanzt. Ich war so euphorisch. Das war mega. Das war eine Synchronizität, dass sie meine Schwingungen aufgenommen hat. Wir waren synchron. Unsere Schwingungen. Wenn Schwingungen synchron laufen, dann gehen sie in Resonanz. Dann verstärken die sich. Die Amplitude ist zwar, also ich, nee, das wird zu so technisch. Also. Aber das kann man alles erklären. Die Welt. Ach, das habe ich ja auch im letzten Video angeschnitten. Ist eine Animation. Ist eine Simulation. Wie so ein Computerspiel. Oder Animationsfilm. Oder Spiel. Oder was auch immer. Es besteht aus Nullen und Einsen. Oder aus Zahlen. Aus Fraktalen. Alles kann man berechnen. Alles kann man animieren.
Es werden ja schon mittlerweile richtig interessante Animationsfilme gemacht oder Spiele, die dem Ganzen schon sehr nahe kommen. Man kann schon Bioroboter machen, die menschlich aussehen und mit dir kommunizieren können und es gibt intelligente, künstliche Intelligenz. Es kommt ja immer mehr. Wir werden schon darauf vorbereitet. Also, das ist aber ein anderes Thema. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug über meine Beispiele erzählt. Also, ich kann noch so viele Beispiele nennen. Aber ich glaube, das reicht fürs Erste. Genug mit den Beispielen. Ich möchte eigentlich euch sagen oder meine Gedanken dazu erzählen, warum ich glaube, dass es Schicksal gibt oder Zufälle oder Synchronizitäten. Erstens, weil ich glaube, damit wir noch mehr zum Glauben kommen, zum Vertrauen, zum Urvertrauen, dass wir geführt werden. Dass es alles, für alles einen höheren Sinn gibt. Und wenn wir diesen Sinn zu diesen Situationen, die uns geschickt werden oder zugefallen werden sind, verstehen, dann kommen wir zum Glauben, zum Urvertrauen und sogar zum Selbstvertrauen, wenn wir erkannt haben, dass wir es selber manifestiert haben. An sich glaube ich sogar, dass wir alles selber manifestieren mit unserer Schöpferkraft, dass wir die Schöpfer sind, dass wir die göttlichen Wesen sind, dass in uns, in jedem von uns Gott ist, der Schöpfer. Das sagt, man sagt ja, Gott ist unser Schöpfer oder ist der Schöpfer der Welt oder der Realität oder das alles. Aber wir, jeder Einzelne von uns ist Gott. In uns ist Gott. Wir erschaffen mit unserer Gedankenkraft, ob wir jetzt negativ denken, habe ich ja am Anfang erzählt, können wir uns Krankheiten manifestieren, können wir uns Situationen manifestieren, wenn du in der Wut bist, dann kriegst du Situationen, die dich noch wütender machen, um irgendwann zu erkennen, dass du es selber dir erschaffen hast und dass du dann irgendwann den Wunsch hast, es zu lösen, so wie ich jetzt. Und ich arbeite auch da stetig an mir, dass ich diese Wut löse. Und dann eskaliert es meistens nochmal. Damit du nochmal eine stärkere Intention aufbringst, um es letztendlich endgültig zu lösen. So ist es zumindest bei mir. Ich kann nicht für alle reden. Je nachdem, wie weit du mir da folgen kannst, sage ich mal, in meinen Gedankengängen, wird das auch für dich passen. Ich drehe mich mal kurz, die Sonne blendet mich. Ach, könnt ihr auch mal was anderes sehen, mein Hund zum Beispiel. Ja, es gibt zum Beispiel, also es ist jetzt kein Beispiel aus meinem Leben, aber man redet dann von Schicksalsschlägen. Ich habe, glaube ich, keinen Schicksalsschlag in meinem Leben glücklicherweise erlebt. Ich bin sowieso, muss ich sagen, ein Glückskind. Habe ich mir immer gesagt und deshalb bin ich es auch. Das habe ich mir manifestiert wahrscheinlich, dadurch, dass ich das glaube. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn manche Leute Schicksalsschlag erleben,
Beispiel, ich nenne mal ganz normal, also ein Beispiel, was wirklich ein Schicksalsschlag ist, wenn durch einen Unfall, Verkehrsunfall, eine Familie fährt in Ausflug oder irgendwo hin und sie haben zwei Kinder hinten und die haben auf jeden Fall einen Unfall, leider sind sie in einen Unfall verwickelt worden. Und schwerer Unfall, drei überleben, ein Kind stirbt. Das kleinste Kind mit 4 Jahren stirbt. Für alle anderen ist es eine krasse Situation, vor allem für den Fahrer. Das ist ein Schicksalsschlag für die Eltern. Aber auch der Bruder, der ist traumatisiert für sein Leben lang. Dann fragt man sich, warum muss ausgerechnet das kleine Kind sterben bei dem Autounfall? Lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Ja, es ist natürlich in meiner Sicht einfach gesagt, aber ich bin ja objektiv, weil mir es selber nicht passiert ist, kann ich da objektiv drüber reden. Wenn ich jetzt selber die Situation erlebt hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders. Dann würde ich sagen, boah, das Leben ist so ungerecht. Also ich sage darüber, dass uns das zugeschickt wurde. Das ist Schicksal. Ein Schicksalsschlag. Wir haben es uns nicht selber manifestiert, natürlich nicht. Obwohl, vielleicht, doch. Und zwar wegen einer Unachtsamkeit haben wir die Situation angezogen, weil wir im Leben unachtsam sind. Jeder hat doch das Steuer seines Lebens selbst in der Hand, genauso wie das Steuer des Fahrzeuges. Es ist deine Entscheidung, wie du fährst, wie schnell du fährst, wie achtsam du fährst. Also ich fahre immer so, dass es sicher ist. Ich bin natürlich auch schon riskant gefahren, weil man denkt manchmal gar nicht darüber nach, was alles passieren kann. Reifenplatzer oder sonst was. Das ist natürlich, also das, sowas ist natürlich wirklich, da hast du es nicht in der Hand. Dann kann man fast sogar sagen, das ist Seelenplan schon festgelegt. Da hast du gar nichts. Das ist, also wir sind schon. Also in gewisser Hinsicht ist es schon vorgegeben, was manchmal passiert. Also solche großen Sachen. Dann hast du es wahrscheinlich nicht manifestiert. Kleinigkeiten, die sagen, okay, das sind Achtsamkeiten, das zeigt dir immer wieder auf, sei achtsam. So wie ich mit meinem Mikro zum vierten Mal oder so verlegt oder verloren habe oder kaputt gemacht habe oder was auch immer, sei achtsam. Ich ärgere mich darüber und merke immer wieder, sei achtsam. Jetzt auf das Beispiel mit dem Unfall zurückzukommen, den Seelenplan. Der Plan, der Seelenplan des Kindes war der einzige Sinn in dem Leben des Kindes lag darin, an diesem Punkt wieder zu gehen. Und den anderen zu helfen, zum Bewusstsein zu kommen. Denn gerade durch solche Schicksalsschläge passiert ein krasser Wandel im Leben der Menschen, die zurückbleiben. Und
Erstmal fallen sie aber in ein sehr tiefes Loch. Man muss manchmal durch die Hölle gehen, um nachher ins Paradies zu gelangen. Wirklich, also wir leben in dieser Dualität, um uns weiterzuentwickeln. Daher geschehen auch Dinge, wo wir dann nicht verstehen, warum das der liebe Gott überhaupt zulassen kann oder was auch immer. Das Leben ist so ungerecht. Warum müssen diese Kinder sterben? Damit wir bewusst werden. Das ist das Bewusstsein. Das ist ein Puzzlestück im Spiel des Lebens. Wir spielen hier nur ein Spiel. Der Tod ist doch nichts Schlimmes. Es ist natürlich, tut natürlich mega weh. Ach, ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist eine schreckliche Situation für die Zurückgebliebenen. Aber du hast es selbst dann in der Hand, wie du damit umgehst und wie du dann dein Leben gestaltest. Oft wird es einem dann bewusst, dass das Leben sehr kurz sein kann. Denn wir leben so, oder fast 90% der Leute leben so, als ob wir unendlich lang leben könnten. Als ob unser Leben, das angeblich zufällig ist, dass wir hier zufällig sind und danach nichts anderes gibt. Ja? Wir leben nur hier dieses Leben, so glauben ja manche, aber die leben ja trotzdem so, als ob wir unendlich leben könnten. Machen jeden Tag das Gleiche, den gleichen Trott und Hamsterrad und leben bis zur Rente, oder arbeiten bis zur Rente und leben dann nicht. Und wünschen sich oder denken sich, ja dann, wenn ich dann in der Rente bin, dann werde ich dann meinen Lebensabend dann da und da und so verbringen. Und das ist aber noch, dauert aber noch 30, 40 Jahre, bis ich soweit bin. Und in der Zeit lebe ich nicht, sondern arbeite. Und dann lebst du vielleicht noch, wenn du Glück hast, 20 Jahre. Da muss aber richtig Glück haben. Meistens bist du ja schon dann so krank vom Arbeiten, dass du dann nur noch wenige Jahre zum Leben hast. Und gerade solche Schicksalsschläge, die bringen uns so zum Bewusstsein, dass wir dann umdenken und dann bewusster leben. Dass wir dann nicht so leben, wie wir bisher gelebt haben, sondern wirklich bewusst. Oh, der Wind kommt jetzt langsam hier auf. Bisschen tiefer halten die Kamera. Ja, also, um zum Abschluss zu kommen. Ich glaube, das war der Abschluss. Wir haben alles selbst in der Hand. Wir können das Leben selber gestalten mit Macht unserer Gedanken, in Synchronizität mit unserem Herzen können wir manifestieren über Gedankenkraft und unserer Emotion, sei es negativ, sei es positiv, wir erschaffen alles, wir ziehen alles in unser Leben, es wird dann uns zugeschickt oder es fällt uns zu. Oder teilweise auch gibt es Schicksalsschläge, negative natürlich die Schläge. Es gibt aber auch positive Schicksalsdinge. Die uns einfach zeigen, dass wir im Leben geführt werden und vertrauen können. In allem, was passiert, dass alles zur rechten Zeit, im
rechten Maß kommt und dass wir die richtigen Situationen und rechten Menschen zu jeder Zeit, also zur rechten Zeit, anziehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht euch noch mal ein paar Gedanken über die Worte, was ihr euch immer so denkt. Das ist das Wichtigste. Ich umarme euch und wünsche euch eine wundervolle Zeit und hoffe, ich konnte euch wieder ein Stückchen Mut geben oder eine kleine Inspiration für euer Leben, um euer Leben glücklicher zu gestalten, denn ihr habt es selbst in der Hand. Jede Sekunde könnt ihr entscheiden. Wenn du etwas aus diesem Video für dich herausnehmen konntest, bitte gebe mir dafür ein Like und schreib mir gerne auch einen Kommentar, was das war. Und vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen, die du noch dazu beitragen kannst. Für uns, für die Community, für alle. Danke. Euer Adel, der Reisende. Ciao, ciao.